heute machen wir wieder ein Bastelvideo zusammen. Und zwar werden wir getrocknete Blüten auf ein altes Glas machen. Und zwar eignet sich dafür entweder so eine leere Flasche oder auch ein altes Marmeladenglas, von dem auch das Etikett natürlich weggemacht ist. Dann braucht ihr noch getrocknete Blüten. Also ich habe Blüten und Blätter. Einen speziellen Kleber. Da schreibe ich euch später noch genau drunter, was das für einer ist und wo es den gibt. Und dann natürlich noch Pinsel. Genau, und zwar lege ich mal das erste Blatt hier drauf, tunke hier einfach direkt in den Kleber ein und streiche dann drüber. Die Blüten könnt ihr trocknen, indem ihr einfach ein paar Tage, indem ihr sie einfach in ein, also ein paar Tage in ein Buch einlegt. Genau, jetzt mache ich hier gleich ein bisschen Kleber hier drüber. Nehme gleich ein Blütenblatt. Also ihr seht, ich habe einzelne Blätter, einzelne Blüten, aber auch ganze Blüten. Ich finde es ganz schön, wenn es so ein bisschen abwechslungsreich ist. So. Und ihr werdet sehen, es geht super schnell. Nur das Trocknen dauert dann ein bisschen länger. Aber an sich, die Arbeit ist wirklich sehr gering. Und das Ergebnis ist wunderschön. So, dann eine Blüte. Wichtig ist, dass die komplette Blüte mit Kleber voll ist. Am Ende wird es dann ein bisschen schwer, wie man es noch halten soll. Aber ich glaube, das kriegt man auf jeden Fall hin. Ich halte es mal hier vorne. Gut ist es auch, wenn der Kleber dann am Ende so verstrichen wird, dass überall eine ziemlich gleich dicke Schicht drauf ist. Aber das kann man ja am Ende dann noch so machen, dass es passt. Dann machen wir das ein Blütenblatt noch hier unten. So. Da könnt ihr alle möglichen Blumen nehmen, die ihr draußen findet. Und genau. Zum Trocknen dauert es so circa, ja, ich würde mal sagen 3 Tage. Jetzt verstreiche ich das hier noch alles, dass es einigermaßen gleichmäßig ist. Schau auch, dass der Kleber nicht nur dort ist, wo die Blüten sind, sondern auch da, wo nichts drauf ist, weil das dann später so ein bisschen milchiger wird. Dann kann ich es abstellen und hier oben noch. So, und dann war es das eigentlich schon. Mein Ergebnis zeige ich euch dann in dem nächsten Bild. Ich zeige euch hier nochmal kurz, wie es aussieht, wenn es jetzt nass ist. Also ich finde es echt sehr schön und wie gesagt auch wirklich einfach. Genau. Also ich wünsche euch viel Spaß und hoffe, euch gefällt euer Ergebnis.